Hallo, Servus und moin, moin, liebe Leute, und willkommen zurück hier zu State of Decay 2. Ich bin hier nochmal auf dem Weg zum Tatenmarkt und Urgent Care Aligning hier. Da ist noch ein bisschen was zu holen, und wir haben uns jetzt nochmal vollgepackt, gehen zurück zum Lager, denn wo ich angefangen habe, bin ich direkt hier Got gespawnt. another freak. Wonderful. Bin ich direkt hier gespawnt. Das heißt, wir bringen die Sachen jetzt erstmal wieder weg und ziehen dann gleich wieder los, weil den Ort haben wir immer noch nicht leergeräumt. Es gibt einige Sachen, die wir da noch holen können, und das machen wir dann auch gleich, ne? Können aber mal schauen, ob wir mittlerweile hier im Lager noch was machen können. So, bist du da? Okay, sehr schön. I hope no one gets hurt, cause we're running low on medicine. Komm rein mit dir. Tür zu. Dann wollen wir die Sachen hier erstmal abstellen und gleich wieder losmarschieren. So, Medikamente. Go for it. Gib mir mal That's a lot of stuff. den können wir. Damit haben wir Lebensmittel. Und so Lebensmittel und Medikamente schon mal besorgen können. Was können wir denn jetzt erstmal hier lassen? Die lassen wir hier. 45er. Was haben wir denn hier drin? Die 22er. Und hier ist jetzt noch eine Waffe für die 45er. Eigentlich dachte ich, die hätten wir schon ausgerüstet, Leute. So, Handelset. Das Kochbuch will ich erstmal mal That's not gonna verwenden. happen. Warum nicht? Du willst es nicht? Lass mal eben schauen. Eigentlich haben wir das in der letzten Folge schon mal gelesen. Kann natürlich sein. Kann natürlich sein. Maximale Anzahl an Fähigkeiten erreicht. Okay. Packen wir uns das hier mal rein. So, was hast du noch? Was hast du noch, was ich da nehmen kann? Du hast da das und dann. Das kannst du behalten. Das nehme ich. Die Rauchgranate nehme ich. Die Schmerzmittel nehme ich. Die lassen wir nämlich auch hier. Das weg. Das weg. Und das weg. So, dann wollen wir dich mal eben kurz. What up? See you soon. Wollen wir dich mal eben kurz. So, wo bist du? Komm mal her, komm, 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 komm. Wir gehen jetzt nämlich gleich zusammen nochmal los. Claiming some territory sends a message that we mean business. Can you let me put my feet up for a bit? Hey, buddy. I almost missed you. Could use some help real quick. Kommst mit You're the boss. mir. Und dann marschieren wir gleich nochmal los, ne? Dann marschieren wir gleich noch mal los. Wir wollen mal schauen, was hat er denn jetzt momentan im Inventar? Also komm runter, denn wir wollen noch mal ein bisschen durchtauschen, glaube ich. Yes. So, ich nehme die 45er und die passende Munition dazu. I was always such a sucker for strays. Dogs, cats, you name it. At one point I had 4 chihuahuas, an 18-year-old cat and a turtle. Die möchte I still ich don't know why my auch. Roommate didn't kill me. Die möchte ich bitte auch. Also, was kriegst du dafür? Wir wollen mal sehen, was die anderen hier noch an Nahkampfwaffen haben. Always glad to see you.
So sieht's aus. Und dann kriegst du jetzt auch noch mal eine Nahkampfwaffe. So, einmal rüsten wir aus. Die kriegst du. Das Nageleisen. Brauchen wir Nageleisen? Ach nee, eigentlich nicht. Ne? Duro ausrüsten. Also dann gucken wir mal, was wir noch hier lassen können. Die lassen wir hier und das lassen wir hier. Ja, sieht doch gut aus, oder? Leicht bepackt. Hm? Cool. Dich brauchen wir nur, das kriegst du noch für Nahkampf. Ja, und damit geht's dann gleich weiter zum Looten. Holen wir uns nämlich noch den Rest von da unten. Hm? Nein, 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 alles gut. Alles gut, mein Lieber. Wir marschieren weiter. Da vorne ist unser erster Zombie für heute. Naja, komm. Gesehen hast du uns eh schon. Hello? Zombies incoming. Ich hätte gerne noch einen Kanister, Leute. Heißt, bevor wir hier weitergehen, ich will mich hier nochmal umschauen. Ob es hier irgendwo einen Kanister mit Benzin gibt. Not a lot worth taking here. Aber... okay, hier eine Tankstelle, ne? Ein Infektionsherd. Und der scheint sogar recht heavy Ne, das ist, glaube ich, noch ein bisschen viel für uns, ne? Das ist, glaube ich, noch ein bisschen viel für uns. Wir gehen erstmal weiter nach hier hoch. Holen uns hier die Reste aus dem Tatenmarkt und der Apotheke. Also ich glaube, wir fangen bei der Apotheke an. Der müsste eigentlich relativ leer sein. Da gucken wir nur noch mal kurz rein, bevor wir... Looks like the perfect place to kill some Zeds. Damn right. So, hier vorne haben wir alles schon mal geholt. Und hier muss noch irgendwo einer sein. Ort ist nicht sicher. So, das kann mit. Coast looks clear. Jetzt haben wir gesichert. Wir könnten den also als Außenposten. Check this out. Den könnten wir also als Außenposten nutzen. Aber dafür müssten wir noch ein paar Überlebende finden, weil. That's it. I'm done searching. Weil wir halt nicht die Möglichkeit haben. Oder weil wir ja hier auch welche hinschicken müssen, ne? Was passiert denn, wenn wir den jetzt beanspruchen? Warte mal, wir schauen uns das mal an.
475. So, hier gibt es auf jeden Fall Ort kann beansprucht werden. Wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel haben wir denn von den Punkten? Lass uns mal eben ins Inventar schauen. Sehe ich das hier? Wir haben 475, 300 bräuchten wir. In anyone I don't know. Anyone at all. Hey there. Dann findest du uns beim Haus des Rangers. Okay, das liegt auf der anderen Seite. Heißt, wir gehen jetzt hier nochmal eben kurz reinschauen. Müsst. Shut tight. Too fucking loud. Wieso war der versperrt? So, keine Ahnung. Wir gehen zurück. Hauen da die unseren gefundenen Rucksack nochmal ins Lager und ziehen dann gleich auch weiter zum Haus des Rangers, um da unsere erste Überlebende zu finden und unser Lager so ein bisschen aufzubessern, ne? Außerdem schaue ich gleich, wenn wir im Lager sind, gleich auch nochmal nach, ob wir da nicht noch was bauen können, weil wir haben ja noch einen Bauplatz frei. Genau, zumachen. So, hier haben wir noch einen Bauplatz frei. Da müssen wir mal gucken, ob wir genügend Materialien haben. Ob wir genügend Materialien haben, um hier ein paar überdachte Betten zu bauen. Gucken, wie lange das dauert, Leute. Es geht doch bestimmt auch, dass wir Leuten erzählen, dass die die Arbeit machen sollen, wenn die hier schon rumlaufen, oder? Aber gut, machen wir das auf jeden Fall nochmal eben selber fertig. Wir müssen auf jeden Fall warten. Auch wenn wir jetzt hier wieder den halben Tag mit verschwenden. Wenn wir jetzt nämlich abbrechen, sieht so aus, als wenn wir nicht alle Ressourcen zurückkriegen. Nee, da muss ich mir tatsächlich beim nächsten Bau schauen wir mal nach, ob wir diese Aufgabe nicht weitergeben können an jemand anders, Leute. Wenn ihr schon gespielt haben solltet und ihr habt da ein paar Tipps, gerne in die Kommentare, schaue ich mir alles an. Denkt aber dran, dass die ausgestrahlten Folgen immer ein paar Tage später nach der Aufnahme sind. Von daher wird wahrscheinlich die nächste Aufnahme nicht gleich die Tipps beinhalten, gilt auch für die anderen Spiele. So, komm, mach hin. Zwei Drittel. Das dauert ja wirklich, ne? Das dauert ja ganz schön lange. Ich befürchte echt, dass wir gleich im Dunkeln losmarschieren müssen.
Ich fühle mich gestärkt auf jeden Fall. Noch geht's. Nicht, dass wir gleich losmarschieren und sind dann gleich so kaputt, dass wir wieder umdrehen müssen. Weil der Junge erstmal ein bisschen Schlaf braucht, ne? Zugang zu Strom würde unser Zuhause verbessern. Ja, wir haben einen mobilen Generator, den Tavesik nicht, ob wir den hier nutzen können. Bauen Außenposten. Den Außenposten könnten wir beanspruchen unten bei der Apotheke. Successful project under our belt. Alles klar, Leute. Wir schauen mal auf die Map. Rangerstation, Werkzeugschuppen des Rangers. Das ist weit. Die sind aber noch nicht rekrutierbar. So, Leute. Da ist noch mal ein Screamer. Wo kommt der denn auf einmal her? Komm, wir gehen erstmal hier, dann da und marschieren dann in die Richtung. Wir könnten mehr Bildungsmaterialien hier benutzen. Komm, Mädel. Meter. Gut, ist jetzt nicht so weit. Warte, warte. Irgendwo hatten wir doch auch noch die Möglichkeit. Die Möglichkeit, dafür brauchen wir 400. Nö. Keine Ahnung, Leute. Ich glaube, jetzt hätten wir da nicht draufklicken dürfen. So, kann ich hier was durchsuchen? Nee, kann man nicht. Alles klar, dann schauen wir uns mal das Camp Winchester an. Oh, guck mal, da sind auch massig Zombies. Und Screamer. Time to reload. Nein, 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 nein. Leute. Okay, den haben wir. Last mag. Loaded him ready. Allerdings haben wir jetzt keine Munition mehr, beziehungsweise nur noch ein Magazin. Also heißt, müssen wir Munition finden. Beziehungsweise den Rest hier im Nahkampf erledigen.
We got mad infestations around here. Da hinten im Wald war noch einer, habe ich gesehen. Whatever. Das gucken wir uns später an. Und erstmal zusehen, dass wir uns wieder richtig. Shut tight. Na toll. This looks clear. Na, komm schon, Miststück. Yeah, works around it. Okay, hier haben wir alles raus, oder? Nee, noch nicht. Na, war es das jetzt hier? Also hier muss es das gewesen sein. Ja, zeig mal. Was hast denn du? Ein bisschen was kannst du schon mal nehmen. Und wir gehen weiter. Dass wir hier die Ecke zumindest schon mal durchsucht haben. Wir hier auch rein, müssen wir mal gucken, ne? Ne, in den Wohnwagen kommen wir nicht. Dahin laufen auch noch Zombies rum. So, dann gucken wir mal, was so eine Campingtoilette uns bieten kann, Leute. That's worth taking. Cool, Leute, damit haben wir unseren nächsten Rucksack mit Materialien. All quiet. No more to see. Was haben wir hier? Chemikalien, ganz was Neues. Okay, da kommen wir nicht mehr. Damit haben wir hier alles, glaube ich, erledigt, ne? So, Blick auf die Karte. Damit haben wir den Bereich. So, hier vorne gucken wir uns nochmal um und von da aus geht es dann zurück, würde ich sagen. Loot-Touren immer in der Nähe unserer Basis. Okay, das heißt, Mädel, du darfst auch ein bisschen schleppen. So, damit haben wir zwei neue Packsäcke. Zurück zur Basis. Wegbringen. Okay, wir kriegen so langsam ein bisschen was zusammen hier, muss ich sagen.
eins kriegen wir nicht, nämlich neue. Seuchenproben, und gerade die sind natürlich wichtig, um uns demnächst auch wieder zu heilen, wenn wir Probleme kriegen sollten. Runter mit dir. Und eine Sache weiß ich natürlich auch nicht, inwiefern die nachgespawnt werden hier, die Zombies. Oder ob die die Stellen, die wir einmal gesäubert haben, dann auch sauber bleiben. Das weiß ich leider nicht, Leute. Ist hier eigentlich noch was drin? Jo. Ist, dann können wir uns die nämlich auch noch, dann können wir die nämlich auch noch wegpacken, Leute. So, Nummer 1. Medikamente weg, du komm mal her. Dann gib mir mal den kleinen Packsack. Das kannst du behalten. Schnappen wir uns hier mal den Packsack raus. Das raus, Benzin raus. So kriegen wir. Nee, fahren will ich nicht, tanken will ich. Ein Toolkit. Wo können wir denn hier tanken, Leute? Irgendwo muss doch noch die. Auftanken, okay. Den leeren Kanister. Wir haben gar keinen Kanister mehr. Also der Toolkit lassen wir noch drin. Nein, das lassen wir nicht drin. Weil wir jetzt erstmal hier noch weitermachen mit dem Reparieren. So sieht es doch schon wieder gut aus. Ja, komm rein. Den letzten Packsack dann hier noch weglegen. Wir haben aber auch nicht wirklich genügend Sterne. So, was können wir hier lassen? Chemikalien können wir hier lassen. Die Ersatzteile können wir hier lassen. Der Verbände reichen uns 3, denke ich mal. Den Zettel will ich noch mal eben lesen, den wir da aufgehoben haben, was wir denn hier haben. Schriftliche Überreste, grüne Haftnotiz. Können wir gar nichts mitmachen. Können wir da nichts mitmachen? Ey, ey, nicht abwerfen, nicht abwerfen. Falsch, falsch. Okay, Leute. Damit haben wir das auch erledigt. Wir sind noch gestärkt. Wie geht's dir, Mädel? Hm? Wie geht's dir? So, solange noch Licht ist, machen wir uns noch mal kurz auf den Weg nach hier vorne zur Tankstelle. Denn da will ich nicht unbedingt im Dunkeln rumwuseln. Die spawnen neu. Okay, alles klar. Zeds are out and about.
hast du. Okay, wolltest den unbedingt noch kriegen, ja. So, dann würde ich nämlich sagen, dann machen wir uns hier mal auf den Weg zur Tankstelle. Schauen nach, dass wir hier noch mal ein bisschen Benzin finden. Suchen erstmal. Goods are goods. Okay. So, und jetzt machen wir uns ganz, ganz klein. So, that screamer we saw? Yeah, it's in the middle of an infestation. It's a bad idea to just leave him there. Can you handle it? For this crew? Hell yeah. So, eins haben wir nämlich vergessen, Leute. Hatten wir nicht eine. Ich bin am überlegen, ob wir nicht eine Dings hatten. Eine. Na, sag schon. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Auch blöd, ne? Mädel, wo bist du? Da, okay. So, wo ist der Screamer? Da hinten. So, wir müssen zusehen, dass wir irgendwo eine gute Schussposition hier erwischen. Was machst du? Nein, was machst du da unten? Muss das sein? Ich glaube, hier haben wir uns echt keinen Gefallen mitgetan, ne? I can't keep this up. Weg. Hold down, will you? Nicht gut, gar nicht gut. Verdammt, Leute. Uns geht's überhaupt nicht gut. So. Wir verwenden einmal für uns. Reden mit dir.
Ich habe keine Heilmittel. Leute, okay, dann haben wir nur eine Möglichkeit, zurück zum Lager. Dann haben wir nur die Möglichkeit, jetzt zurück zum Lager zu gehen. Und beim nächsten Mal vielleicht wirklich ein Gewehr mitnehmen, Leute. We need more days like these. I'm gonna see if resting up will take care of this. Hey, you're not dead. Grats. You're still alive. Verdammt, Leute, wie Mist halt Lupe. Ein Heilmittel können wir uns leider nicht machen, weil wir brauchen 5 Seuchenproben. Beziehungsweise so Schmerzmittel. Das ist nicht schön. Leute, wo ist Anna? Hast du was? What's going on, hun? Starkes Schmerzmittel. Erste-Hilfe-Kasten. Ja, Mädel. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Ich muss dich leider erschießen, weil wir kein Gegenmittel haben. So, du bist... Nein, ich will dich nicht entlassen. Hallo? Nein, 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 nein. Du bleibst gefällig hier. Leg dich wieder hin. Warte, bis du dich verwandelst, damit wir dich in aller Ruhe, naja, erlösen können. So viel, ob wir das schaffen, liebe Leute, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ja, würde mich freuen, euch beim nächsten Mal hier wiederzusehen. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao. Bleibt gesund.